Atemluft ist unser wichtigstes Lebens- und Heilmittel. Sie ist der Energielieferant Nummer 1. Das ist uns oft nicht bewusst. Etwas, was noch weniger bewusst und geradezu verkannt wird. Von unserer Atemluft nutzen wir nur ein Viertel. Drei Viertel werden wieder ungenutzt ausgeatmet. Ein Grund, warum Mund-zu-Mund-Beatmung überhaupt möglich ist. Dies ist eine Tatsache, die zur Entwicklung einer Gesundheitstechnologie mit noch unabsehbarem Potenzial geführt hat. Ein bedeutender Schritt von der Quantität zur Qualität. Dieses Potenzial wird besonders bei Stress, Bewegungsmangel, ungesunder Ernährung und vielen Erkrankungen nicht genügend genutzt. Aber auch beim Alterungsprozess erleben wir eine immer schlechter werdende Regeneration und Leistungsfähigkeit. Nicht zuletzt wirken auch Umweltfaktoren auf die Gesundheit ein. Andererseits wissen wir, dass wir das größte Potenzial an Regeneration durch die gesunde Luft in unseren Wäldern, Bergen und an der See finden. Von daher haben wir versucht, die Natur zu verstehen, ihre bislang wenig erforschten Gesetzmäßigkeiten zu durchschauen und für unsere Gesundheit nutzbar zu machen. In intensiver Weise nutzt Airnergy das Vorbild der Natur, um deren Wirkung durch die Atemluft in unsere Wohn- und Arbeitsräume zu holen. So ist es nur allzu verständlich, dass immer mehr Menschen auf die Airnergy-Technologie vertrauen. Hier wird so jeden Tag Geschichte geschrieben in Sachen Biotechnologie. Airnergy hilft, wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Die Geräte gibt es in zwei Leistungsstufen, professionell oder für den privaten Gebrauch. In der Wirkung steigern sie die Regenerationsfähigkeit des Körpers genauso wie die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, obwohl die Technologie ohne jegliche Zusatzstoffe auskommt und nichts anderes macht, als die Prozesse der Natur zu wiederholen. Das Unternehmen selbst und die Geräte sind zertifiziert nach den höchsten internationalen Normen, die es für den medizintechnischen Bereich gibt. Die Urkunde von MedCert ist der Beleg für höchste Ansprüche an Qualität und Dokumentation. Diese hohen Ansprüche erfüllen wir besonders durch unsere eigene Produktion. Kein Airnergy-Gerät wird in Billiglohnländern gefertigt. Stattdessen setzen wir lieber auf Qualitätsarbeit made in Germany. Insgesamt kümmern sich mehr als 100 Mitarbeiter um die hochwertige Produktion der Geräte, deren Verkauf sowie den Versand in mehr als 70 Länder weltweit. Mitarbeiter, die für ihre Gesundheit arbeiten, unterstützt von namhaften Experten. Bei Airnergy hat mich überzeugt, dass es sich um ein Verfahren handelt, was qualitativ den Sauerstoff anders aufbereitet. Das reichte eben davon, dass Patienten wirklich relativ rasch wieder besser ein- und durchschlafen konnten. Es ist so, dass bei krankheitsbedingten Situationen, wenn sie Notfallsituationen haben, dann macht natürlich eine Sauerstofftherapie Sinn. Aber Airnergy ist ein ganz anderes Feld. Airnergy beinhaltet ja eine verbesserte Utilisation, also verbesserte Sauerstoffausschöpfung, die man in ganz anderen Bereichen anwenden kann, sodass man das eigentlich gar nicht vergleichen kann. Viele Menschen, die versuchen, irgendwelche Sachen zu nehmen, sagen wir so, keine Ahnung, was vielleicht ein bisschen blöd gesagt, Doping oder was weiß ich, das ist ja eine Naturdoping. Ne? Die These von Airnergy, dass die Verwertung von eingeatmeter Luft besser würde im Körper und damit körpereigene Energie sich stärker entwickeln könne, die habe ich erst begriffen, als ich das Gerät mehrfach ausprobiert habe. Warum sollte es uns normalen Menschen anders ergehen als den Experten? Erst durch Ausprobieren erleben die meisten Menschen die Vorteile auch am eigenen Leib. Für Airnergy-Gründer und Leiter Guido Bierter nichts Neues. Zunächst ist nahezu jeder, mit dem wir zu tun haben, skeptisch, weil wir mit Atemluft arbeiten. Ob das Wissenschaftler sind auf hohem Niveau, ob das Mediziner sind, ob das Heilpraktiker sind oder die Sportler, die denken zuerst alle, wir würden doch hier eher Charlatanerie betreiben, wobei die Ergebnisse zweifelsohne da sind, denn mittlerweile ist eine ganze Schar an Wissenschaftlern damit beschäftigt, die Forschungen voranzutreiben, die Studien voranzutreiben, weil doch die Ergebnisse in den Gebieten aufhorchen lassen. Aber wir arbeiten auch im Bereich der Veterinärmedizin oder auch im Bereich von Pflanzen und haben da hervorragende Erfolge. Und bekanntlicherweise lassen sich weder Pflanzen noch Tiere von einem Placebo-Effekt beeindrucken. Aus ganz Deutschland kommen Patienten mit Schlafstörungen nach Herne, lassen sich hier untersuchen und zumeist erfolgreich behandeln. Der ideale Ort also für eine wissenschaftliche Untersuchung von Airnergy. Wir haben dann eine Anwendungsbeobachtung zunächst gemacht bei
nicht nur eigenen Patienten, sondern wir haben über Selbsthilfegruppen, zum Beispiel bei Selbsthilfegruppen für Schlafstörungen, dann Patienten auch ansprechen können, weil ich da gute Kontakte hin habe, und über die Kollegen hier im Haus, und haben darüber dann eine Anwendungsbeobachtung machen können und haben da sehr erstaunliche Erfolge gesehen. Das reichte eben davon, dass Patienten wirklich relativ rasch wieder besser ein- und durchschlafen konnten, oder auch zum Beispiel eine Patientin, die auf einmal wieder hören konnte, und die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, die das dann gesehen hat, war also vollkommen erstaunt, konnte sich das auch so nicht erklären. Oder auch Patienten mit einer Makuladegeneration. Und dafür gab es bislang kaum Aussicht auf Heilung. Viele Patienten mit dieser Augenkrankheit haben sich mit einem Leben im Grauschleier abgefunden, so wie Anna-Katharina Linnartz. Noch vor wenigen Jahren konnte sie nur verschwommen sehen. Dann hat sie Energy kennengelernt und ausprobiert. Sie selbst hat eine Verbesserung nicht nur ihrer Sehkraft am eigenen Leib erlebt. Wenn man solches Gebrechen hat, dann kontrolliert man sich ganz zwangsläufig. Der Unterschied vom rechten Auge zum linken Auge, an Farben ist kein Unterschied mehr da. Ich habe die Farben genauso, wie sie auf dem rechten Auge auch sind. Genauso. Ich fahre jetzt den Lexus. Das ist ja eine Sportlimousine. Und die fahre ich wie ein junger Gott. Sie können es glauben oder nicht. Es ist so. Vor der Energy-Therapie war dies für sie als Patientin mit Altersbeschwerden und Makuladegeneration undenkbar. Doch jetzt sitzt die 84-Jährige wieder am Steuer ihres eigenen Autos. Und das nicht nur zum Spaß. Aber jetzt... Sag ich, glaube ich, steige aus und schieb den rüber. Die Makuladegeneration ist weg. Sie glauben nicht, ich bin ein anderer Mensch geworden. Es ist wie ein Wunder. Also wir haben uns dann tatsächlich innerhalb der Familie entschlossen, ein solches Gerät anzuschaffen, also primär meine Eltern. Und seitdem muss ich sagen, dass ich eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche nach wie vor den Sauerstoff inhaliere. Und ich kann nach wie vor immer nur noch sagen, dass ich also keine Kopfschmerzanfälle hatte. Ich habe mich überzeugen lassen, weil ich das Gerät auf der Messe ausprobiert habe und hatte plötzlich das Gefühl, als ich da lag, dass ich das Gestänge von dieser Messehalle besser sehen konnte. Und dann habe ich gedacht, ich spinne. Und das hat mich dann überzeugt. Und dann ging es sehr, sehr schnell, dass ich mir das besorgt habe. Und dann anschließend war ich beim Arzt, wo ich ein ganz, ganz tolles Blutbild gehabt habe. Der sagt, also ein besseres Blutbild gibt es nicht. Schwindel hat nachgelassen. Im Moment habe ich überhaupt nichts mehr. Mit den Knien ist besser geworden. Meine Haut ist besser geworden. Daher wird die Atemlufttherapie auch bei zahlreichen Indikationen eingesetzt, die im Zusammenhang mit dem natürlichen Alterungsprozess stehen. So auch zum Anti-Aging. Die Klinik Der Jägerwinkel in Bad Wiessee setzt diese erfolgreiche Therapie bereits seit dem Jahr 2001 ein, bei Menschen mit unterschiedlichsten Erkrankungen. Die Indikationen sind eben in erster Linie die Durchblutungsstörungen, die Gefäßerkrankungen, die ja immer mehr zunehmen, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, die ganzen Herzbeschwerden, auch postoperativ, nach Bypass-Operationen, nach auch Herztransplantationen. Und man sieht eindeutig, dass die Verweildauer abgekürzt wird, dass die Patienten eindeutig sich besser fühlen. Und man muss selber das einfach mal ausprobiert haben, wenn man lange, lange gearbeitet hat, durchgearbeitet hat und abends dann die Sauerstoffbehandlung macht, diese 20 Minuten, wie gut man sich dann fühlt. Diese Erfahrung lässt Ärzte aufhorchen und selbst zu Anwendern werden. Neben den wissenschaftlichen Messwerten, in denen die Wirksamkeit immer wieder bestätigt wird, bekommen sie von ihren Patienten durchweg positive Rückmeldungen. Anders als bei bisherigen Sauerstofftherapien haben wir bei Energy eine langfristige Wirkung, die nachhaltig das Immunsystem stärkt. Bei Energy hat mich überzeugt, dass es sich um ein Verfahren handelt, was qualitativ den Sauerstoff anders aufbereitet und tatsächlich in der Lage ist, den oxidativen Stress abzubauen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die das belegen können. Und als ich anfing, skeptisch an die Sache heranzugehen, habe ich mich von der täglichen Erfahrung leiten lassen.
Wir haben also Patienten mit Tinnitus, mit Ermüdungsproblemen, Regeneration von Leistungs- und Breitensportlern begonnen und haben doch nach relativ kurzer Zeit schon gesehen, dass positive Erfahrungen von den Patienten an uns herangetragen wurden. Wir aber selbst auch bemerken konnten durch Untersuchungen, die wir vor und nach beispielsweise Leistungsmessungen gemacht haben, direkte Erfolgsverbesserungen zu erzielen waren. Ich war ja anfangs auch skeptisch, wie man ja jeder neuen Methode gegenübertreten sollte, aber die Patienten haben eigentlich eindeutig Erfolge gezeigt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, also wir arbeiten damit und inzwischen kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Immer mehr Ärzte wollen daher die natürliche und sanfte Energy-Methode in ihren Behandlungen einsetzen. Für deren Beratung haben wir im Unternehmen speziell ausgebildete medizinische Fachberater. Sportler und Wissenschaftler haben bewiesen, dass Energy die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit nachhaltig steigert. Was also liegt näher, als dies auch im Sport- und Fitnesstraining einzusetzen? Der Sportpark Hilden ist eines der größten und innovativsten Fitnessstudios Deutschlands. In seiner physiotherapeutischen Abteilung, Medisport, bietet der Betreiber ein gezieltes Aufbautraining nach Krankheit und Verletzung. Ja, die Kunden berichten uns schon, dass sie nach kurzer Zeit leistungsfähiger sind. Und in der Therapie hier im Medisport haben wir festgestellt, dass also auch viele Beschwerden sich auch relativ schnell verbessert haben. Zurück nach Hennef. Inmitten grüner Auen und Wälder findet man dort die berühmte Sportschule, eine der renommiertesten Einrichtungen ihrer Art. Ja, die Sportschule Hennef kennt man eigentlich gemeinhin hauptsächlich aufgrund der Besuche der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber man vergisst darüber ganz gerne, dass wir auch Bundesleistungszentrum oder im Wesentlichen auch ein Bundesleistungszentrum für Boxen und Ringen sind. Wir haben hier im Moment einen Teil der Herrennationalmannschaft Freistil, die im Hintergrund trainiert. Und das sind für uns natürlich genau auch die Athleten, denen wir diese neue Technologie gerne nahebringen würden. Wir werden in ausgewählten Bereichen verschiedene Energietankstellen einrichten, sehen das auch als Service gegen unserem Kunden, verfolgen damit auch überhaupt keinen kommerziellen Erfolg, sondern wollen einfach auf die neue Technologie hinweisen und freuen uns natürlich, wenn sie auch angenommen wird und verbreitet wird auch in Zukunft und gehen auch davon aus, dass wir bei Erfolg die Anzahl der Energietankstellen bei uns auf dem Gelände der Sportschule deutlich erhöhen werden. Franz Beckenbauer, Pelé oder jüngst Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger haben den ausgezeichneten Ruf der Sportschule Hennef bestätigt. Doch große Namen allein genügen noch nicht unseren hohen Ansprüchen. Im Sportwissenschaftlichen Institut Saluto der Gary Weber World in Halle, Westfalen, betreut Dr. Elmar Wienicke Spitzensportler wie zum Beispiel die deutsche Handballnationalmannschaft. Hier hat er die Wirkung von Energy auf die sportliche Leistung wissenschaftlich gemessen, mit einem eindeutigen Indikator für Leistungsfähigkeit. Laktatwerte zeigt immer so einen Grad, ist eine Art Energiebereitstellung. Und wenn man niedrige Laktatwerte hat bei der gleichen Belastung, zeigt das eine verbesserte Ökonomisierung. Das habe ich dann gemacht und siehe da, ich hatte ca. 15% weniger Laktatwerte. Geringere Laktatwerte bedeutet, der Körper arbeitet effizienter. Für Spitzensportler ist das enorm wichtig. Sie können intensiver trainieren und ihre Leistung besser beherrschen. Nebenwirkungen gibt es, aber im Gegensatz zum Doping sind sie bei Energy ausschließlich positiv und wünschenswert. Im vegetativen Nervensystem gibt es mittlerweile den sogenannten Cardioscan. Das ist eine sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Und diese Variabilität ist ein sehr, sehr guter Indikator für Stress. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ob das mein Schwiegervater war, der gerade mit mir im Urlaub war, der hatte Kopfschmerzen und dieser Stress, den er hatte, konnte reduziert werden durch das Atmen. Also ist die Frage, wie wirkt wirklich auch die Anwendung von Energy auf das vegetative Nervensystem? Und die Erfahrungen, die ersten, die wir gemacht haben, waren sehr positiv. Besonders Ausdauersportler haben dies bereits selbst erleben können und schätzen die Leistungssteigerung durch Energy. Zum Beispiel Joey Kelly. Der bekannte Sänger und Extremsportler läuft seit vielen Jahren bei Ausdauerwettbewerben. 100-Kilometer-Läufe sind für ihn keine Seltenheit. Seit 1,5 Jahren arbeite ich mit den Geräten von Energy. Und in Extrem- und Ausdauersport ist es sehr effektiv, besonders in der Regenerationsphase. Und gibt einfach mehr Leistung für größere Herausforderungen. Ich bin auf Energy gestoßen, weil ich gemerkt habe, dass viele Kollegen das benutzen. Das hat mich interessiert. Ich habe es selbst genutzt und dann bin ich insofern drauf gestoßen, als dass es wirklich was Gutes bewirkt hat für meinen Körper und ich bin dabei geblieben. Einer, der schon lange dabei ist,
Heinrich Popov, Medaillengewinner der Paralympics von Athen. Er setzt auf Energy und ist damit der deutsche Hoffnungsträger für die Spiele in Peking. Das ist ein Phänomen. Mir hilft es. Und es hilft auch ganz vielen anderen Leuten. Ich habe viele Leute kennengelernt, die das nicht geglaubt haben, die es einfach gesehen haben. Ich bin nicht krank. Ich war immer im Winter, dazu Erkältungsperioden gehabt, die sind auch weg und ich kann im Winter durchtrainieren. Das ist ganz wichtig damit. Mein Trainer sagt immer, das, was wir im Winter anbauen, können wir im Sommer ernten. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen bin ich total froh, dass ich diese Unterstützung habe. Unterstützung durch Energy ist für Spitzensportler so wichtig wie das tägliche Training. Bei Bir Singh, der wohl bekannteste Physiotherapeut der Welt, vertraut nach wie vor auf Energy. Der gebürtige Inder war Betreuer von Michael Schumacher in der Formel 1. Ich war skeptisch und dann habe ich probiert, dann denke ich mal, oh, das ist ja was. Ne? Und natürlich sage ich mal, ich möchte gerne diese Erfahrung, die ganz anderen Menschen auch, ne? Da die Erfahrung machen. Es gibt gewisse Sachen, wo man, glaube ich, selber Erfahrung macht, dass es selber überzeugt ist. Und deshalb bin ich überzeugt, da denke ich mal, die anderen Menschen auch zu nutzen, bringen diese Technologie, hat wahnsinnige Kompetenz. Ne? Warum sollen die das nicht? Und das ist die Botschaft, wo ich mal dahinter stehe und versuche ich mal rüberzubringen. Ich, von meiner Erfahrung auch, habe ich mal gemacht, wenn man zusätzlich dann Wasser, wenn man fertig ist mit Atmen und benutzt, das hat man noch zusätzlich noch einen Kick. Das Wasser zu trinken, durch das zuvor die energiereiche Luft geströmt ist, das hat sich besonders im Fitness- und Wellnessbereich zum absoluten Geheimtipp entwickelt. Es sind zig Beauty-Kliniken oder Institutionen aus dem Fitness-, Wellness-, Beauty-Szene, die es anbieten. Das ist einfach heute so umfangreich geworden. Aber wir sind stolz auf die Steigenberger und die Burj Al Arab-Referenz. Gestresste Manager oder erholungssuchende Urlauber nutzen Energy auch in den besten Hotels der Welt. Sie bekommen damit Entspannung und Regeneration nach den Belastungen durch den Beruf oder eine lange Reise. Bis zum Burj Al Arab muss man aber nicht fliegen, um die energiereiche Atemluft genießen zu können. In immer mehr Städten gibt es Atemluftstationen. Das Studio in Bonn besuchen mehr als 60 Anwender je Tag, nur zum Atmen und Entspannen. Und täglich werden es mehr. So auch in Fitness- und Sportstudios, in Wellness- und Beauty-Einrichtungen, am Arbeitsplatz oder ganz bequem im privaten Umfeld. Die Entspannung fängt schon bei der Anwendung der Energy-Therapie an. Nach dem Anlegen der leichten Atembrille sitzt oder liegt man bequem und atmet ein wie immer. 21 Minuten lang gesunde und energiereiche Atemluft. Viele Menschen fangen somit an, ihre Gesundheit erstmals selbst in die eigene Verantwortung zu nehmen. Der Trend zu einem gesunden Leben, zu Wellness und Fitness kennt keine Altersgrenzen mehr. In den Atemluftstationen treffen sich Menschen aus allen Alters- und Lebensbereichen. Zum Beispiel Menschen mit Schlafstörungen, schwerwiegenden und chronischen Erkrankungen, kerngesunde Sportler, Menschen mit großen körperlichen Belastungen oder einfach nur mit der Absicht, die Folgen des Alterns zu mindern oder um ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Einer der Hauptfeinde des Alterns sind ja die freien Radikale. Und da durch die Energietherapie kein radikaler Sauerstoff zugeführt wird, kommt es zu einer Senkung der freien Radikale. Und das wiederum ist für alle Organe, für die Haut, für die Hirnleistung von ganz großer Bedeutung. Seit Jahrzehnten kennt die Wissenschaft auch die schädliche Wirkung durch freie Radikale. Schon vor Jahren hat eine Studie die Wirksamkeit der Energy-Methode als Schutz gegen diese aggressiven freien Radikale bewiesen. Anwender selbst berichten von deutlichen Verbesserungen. Was ich ganz klar feststellen konnte, ist, dass sich mein Hautbild nachhaltig verändert hat. Und zwar die Haut ist glatter, straffer und fester geworden und insbesondere die Fältchen am Hals, die man halt in meinem Alter so bekommt, sind klar zurückgegangen und es gefällt mir eigentlich alles besser, so wie es jetzt ist. Die größten Erfolge haben uns selbst überrascht, zum Beispiel bei Erkrankungen, wo man es zunächst nicht vermutet. Das fing letztes Jahr im Juni an. Da wurde bei mir leider Multiple Sklerose festgestellt. Ich hatte die Jahre davor, also innerhalb von einem Jahr, zwei Schübe und bekam dann letztes Jahr die Diagnose.
bekam dann ein Medikament verschrieben, was ich mir mein Leben lang jeden zweiten Tag spritzen muss, was ich aber leider überhaupt nicht vertragen habe. Das ging dann über 3-4 Monate. Ich hatte also extreme Schlafstörungen, ich konnte gar nicht mehr schlafen, hatte Grippeerscheinungen, Fieberschübe, musste aufgrund dessen auch sofort mit meinem von mir sehr geliebten Beruf als Kosmetikerin und Fußpflegerin aufhören. Ich habe dann in der Firma Energy einmal geatmet und ich konnte selber kaum glauben und habe nach 4 Monaten die erste Nacht durchgeschlafen. Bin dann am nächsten Tag wieder hin, habe das eine Woche durchgezogen und es wurde besser. Ich konnte von jetzt auf gleich schlafen. Dann nach 3 Monaten merkte ich, dass es mir richtig gut geht. Und wo ich dann gesagt habe, so, also ich kann nicht zu Hause bleiben, Energy hilft mir. Ich mache mich wieder selbstständig und gehe wieder in meinen Beruf als Kosmetikerin und Fußpflegerin zurück. Habe dann hier ein kleines Fußpflegestudio eröffnet, wo ich aber die Energy-Technologie mit reingenommen habe, weil ich selber da so überzeugt von bin und arbeite also mit 3 Geräten, die ich entweder parallel mit der Fußpflege einsetze oder auch separat. Und es macht mir richtig Spaß, weil ich auch merke, dass es meinen Kunden besser geht. Und ich habe seit toi 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 einem Jahr keinerlei Probleme mehr. Ich kann einfach nur nicht nur aus der rein subjektiven Betrachtungsweise sagen, dass das sehr positiv war, sondern wir haben ja auch schon wissenschaftlich valide Daten liefern können. Wenn eine Stresssituation kommt, und eine Operation ist ja eine Stresssituation, dann kann diese energiereiche Luft auch helfen, die Heilungsvorgänge zu beschleunigen, weil eben aufgrund des oxidativen Stresses, der weniger wird, es beschleunigt zu Reparaturmechanismen im Körper kommen kann. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich habe keine Herzbeschwerden mehr. Mein Rheuma ist weg. Wir sehen ja immer wieder, dass irgendwelche Therapien, die wirklich nichts bringen, übernommen werden. Und Therapien, wo wir sehen, die bringen was, da sind die Krankenkassen erstmal sehr zurückhaltend. Aber ich hoffe sehr, dass das dann auch in den Leistungskatalog übernommen wird. Vor einem Jahr, da habe ich noch wesentlich hinfälliger ausgesehen. Vor 2 Jahren konnte man mich überhaupt nicht mehr begucken. Das war ganz schrecklich. Und das ist alles anders geworden. Zum Beispiel kann man es während des Fernsehens machen, man kann ein Buch dabei lesen, man kann Musik hören. Das ist ja völlig problemlos und einfach. Die Handhabung ist verblüffend einfach und die Wirkung erstaunlich. Wir bereiten vor, die Technologie in der Automobilindustrie anzubieten, denn da macht es Sinn. Thema Wellness im Auto ist ein Thema der Zukunft. Weiterhin macht es großen Sinn in der Flugzeugindustrie, bei dem Fliegenden sowie bei dem Bodenpersonal das anzubieten, weil letztendlich auch die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird. Darauf vertrauen schon seit Jahren Berufskraftfahrer und Piloten. Ein wesentlicher Aspekt für mehr Sicherheit. Normale Autofahrer und Fluggäste folgen nun diesen Beispielen. Der Jetlag nach langen Flügen kann deutlich verringert werden, ebenso wie die Gefahr des Sekundenschlafs bei langen Autofahrten. Unternehmer wie Ansgar Klein kennen die Vorteile von Energy und stellen sie auch ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Belastungen durch Arbeitszeiten oder Stress werden verringert, die Schlafqualität gesteigert. Der tägliche Arbeitsablauf wird durch die Anwendung weder beeinträchtigt noch unterbrochen. Rund 20 Mitarbeiter je Arbeitsschicht können durch ein einziges Gerät mit frischer Energie versorgt werden. Jedem Mitarbeiter täglich einen Apfel zu spendieren, wäre deutlich teurer. Die Kosten sind also erstaunlich gering. Der Nutzen für das Unternehmen umso größer. Als wir das eine Zeit lang benutzt haben, unsere Mitarbeiter wurden leistungsfähiger, das Wohlbefinden ist gestiegen, der Krankenstand ist zurückgegangen und dann hat sich schnell herausgestellt, das war eine gute Investition und wird von allen Mitarbeitern im Unternehmen getragen. Wenn ich an das Wohlergehen meiner Mitarbeiter denke, dann muss ich das ja nicht immer in nackten Zahlen auch darstellen. Also ein Zugewinn an Lebensqualität, an Arbeitsfreude, Kreativität, nachts besser schlafen zu können, vielleicht auch mal Probleme ganz anders anzugehen, das ist mir die Sache schon alleine wert. Ein Weg von der Reparaturmedizin, die nur einen Brand zu löschen imstande ist, aber nicht an die Ursachen rangeht. Weg zur Prävention, zur, wenn Sie so wollen, auch Primärprävention im Sinne, eine Krankheit erst gar nicht entstehen zu lassen. Und da ist Eigenverantwortung gefragt. Und deswegen würde ich ein solches Konzept, was mit einer Verbesserung des Sauerstoffpartialdrucks einhergeht, bessere Bioverfügbarkeit des Sauerstoffes und dazu vernünftige Bewegung, vernünftige Ernährung, Lebensführung, dann ist es das Beste, was unserem Gesundheitssystem passieren kann.
in Eigenverantwortung eines mündigen Bürgers. Wir haben ja hier Patienten, die kommen immer wieder und verlangen praktisch auch diese Sauerstoffbehandlung erneut. Also am Anfang haben alle gedacht, wir spinnen. Wir würden heiße Luft hier anbieten, aber heute weiß man, dass wir gesunde und energiereiche Luft anbieten. Denn mittlerweile haben wir viele, viele tausend Anwender und ich kann behaupten, dass wir hier das Feedback bekommen, mehr als 90% Kundenzufriedenheit zu haben. So werden mit nichts anderem als Atemluft und Wasser Prävention, Leistungssteigerung und Regeneration erzeugt und sozusagen weltweit exportiert. Energy, das Original. Eine revolutionäre Energiequelle für jeden und ein Meilenstein in der Geschichte der Komplementärmedizin. Vor allem aber ein großer Sprung für zahlreiche leidende Menschen, die bereits die letzte Hoffnung aufgegeben hatten und denen Energy das Wertvollste wieder zurückgeben konnte: ihre Gesundheit und mehr Wohlbefinden. Take a breath of life, come and feel the air. Take a chance for you. Chance for you.